Friends, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen True Crime hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Schreibt es mir doch wie immer unten in die Kommentare. Den Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ist ein gelöster Fall. Ich weiß, dass einige von euch gerne vorher wissen möchten, ob der Fall gelöst ist oder ungelöst ist. Deswegen hier einmal die Info. In diesem Fall betone ich es, denn er war lange, lange ungelöst. Und nach über 18 Jahren wurde dieser Fall dann endlich gelöst. Es ist wirklich unglaublich, was passiert ist. Ich finde diese Geschichte wirklich sehr, sehr spannend, beziehungsweise diesen Fall. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr ihn kennt oder noch nicht. Schreibt es wie immer unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ich habe natürlich meinen Messbecher beziehungsweise Teebett mit dabei. Also, ihr wisst, was das heißt. Holt euch noch was zu trinken. Und dann gehen wir auch schon in den Fall, denn heute sprechen wir über den wirklich grausamen und ganz furchtbar schrecklichen Fall von Johanna Bohnacker. Johanna Bohnacker ist geboren am 17. August 1991. Sie ist ein sehr freundliches, liebes und nettes kleines Mädchen. Sie ist wirklich sehr fröhlich und sie lebt mit ihrer Familie in dem idyllischen Ort Bobenhausen. Dieser Ort ist sehr familiär, sage ich jetzt mal, etwas dörflicher, es gibt nicht so viele Einwohner und daher ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass die Familien keine Sorge haben, wenn die Kinder draußen spielen, miteinander sich treffen und nicht immer ein Erwachsener dabei war. Ihre Mutter heißt Gabriele und ihr Vater heißt Richard und sie hat auch noch zwei Schwestern. Die eine ist zum Zeitpunkt der Geschichte schon erwachsen und bereits ausgezogen und die andere lebt noch bei der Familie. Am 17. August 1999 feiert Johanna ihren 8. Geburtstag. Es ist ein warmer Sommertag, sie hat sehr viel Spaß mit ihren Freunden und nach den Sommerferien ist Johanna dann auch in die 2. Klasse gekommen. Der 2. September 1999 war ein ganz gewöhnlicher Schultag. Johanna machte sich wie jeden Morgen fertig. Danach stieg sie auf ihr Fahrrad und holte noch ihre beste Freundin Yvonne ab. Die beiden gingen auf eine Schule. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob sie in die gleiche Klasse ging. Es hörte sich zumindest immer so an, aber ich habe jetzt nichts Genaues dazu gefunden. Nach der Schule war Johanna noch mit einer Freundin verabredet, und zwar Petra. Sie machte sich also schnell auf den Weg nach Hause, um rechtzeitig bei ihr anzukommen. Sie erledigte ihre Hausaufgaben, ihre Schwester half ihr wohl auch noch dabei und sie aß noch etwas und dann machte sie sich auch auf den Weg. Als sie rausging, traf sie noch ihren Vater, der war gerade wohl irgendwie im Garten und die beiden sprachen miteinander. Er sagte zu ihr, sie soll um 19 Uhr zu Hause sein. Johanna sagte, alles klar, ich weiß Bescheid, dann sehen wir uns später. Sie stieg auf ihr gelbes Fahrrad und fuhr davon. Johannas Eltern und auch ihre Schwester hatten wohl noch Erledigungen zu tun und waren deswegen den Nachmittag auch nicht zu Hause und sind erst um 19 Uhr wiedergekommen. Ich weiß an dieser Stelle nicht, ob sie Johanna davon erzählt hatten, dass sie auch noch los müssen oder ob sie dann spontan irgendwie noch einkaufen mussten oder irgendwo hin mussten und gesagt haben, oh ja gut, 19 Uhr sollten wir spätestens wieder da sein, dann schaffen wir das. Wenn Johanna wieder da ist, sind wir dann auch da. Also an dieser Stelle keine Ahnung, ob sie jetzt die Info vorher hatte oder ob sie überhaupt nicht wusste, dass ihre Eltern nicht zu Hause waren. Johanna war jetzt also auf dem Weg zu Petra und angekommen bei Petra spielen die beiden gemeinsam, sie verbringen Zeit zusammen und gegen ungefähr 3:30 kam die Mutter von Petra dazu. Sie sagte, hey Mädels, wir wollen noch auf den Spielplatz fahren, habt ihr Lust? Und Petra sagte, ja klar, auf jeden Fall. Doch Johanna sagte, nee, ich schaffe das glaube ich nicht so ganz, weil um 18 Uhr muss ich wieder zu Hause sein. Falls ihr euch erinnert, sie sollte ja erst um 19 Uhr zu Hause sein. An dieser Stelle ist es unklar, ob sie einfach vergessen hat, dass sie um 19 Uhr erst da sein soll und dachte, okay, sie soll jetzt um 18 Uhr wieder zurück sein. Oder ob sie einfach keine Lust hatte, auf diesen Spielplatz zu gehen. Petra fuhr jetzt also mit ihrer Mutter zu diesem Spielplatz und Johanna hat sich auf ihr Fahrrad gemacht und ist in Richtung Sportplatz gefahren. Wichtig an dieser Stelle zu wissen ist, dass auf diesem Sportplatz später um 18 Uhr ein Fußballspiel für den Abend geplant war. Johanna war wohl nicht mit Freunden auf dem Sportplatz verabredet, aber sie fuhr wohl so eine Runde, hat mal abgecheckt, ob da noch andere Kinder sind, mit denen sie gerade spielen kann. Und ich kenne das noch so aus meiner Kindheit, damals ist man einfach rumgefahren, hat so diese ganzen Spots abgeklappert, wo man immer Freunde trifft und hat dann geschaut, ob die irgendwie Zeit haben oder ist halt von Tür zu Tür gegangen, hat einfach geklingelt und gefragt, ob sie rauskommen. Und so ähnlich war es auch bei Johanna. Sie ist zu diesem Sportplatz gefahren und tatsächlich, sie hat eine Freundin getroffen. Die beiden haben zusammen gespielt
und sie haben noch zwei weitere Jungen getroffen. Gemeinsam haben sie an dem kleinen Bach in der Nähe des Sportplatzes gespielt. Doch nach einiger Zeit sagten die Kinder zu Johanna, hey, wir würden gerne noch weiterziehen und da noch ein bisschen weiter spielen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Kannst gerne mitkommen, kein Problem. Doch Johanna sagte, nee, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Die Zeit wird langsam knapp und ich soll um 18 Uhr zu Hause sein. Also sie sagt hier wieder das Gleiche wie zu Petras Mutter, dass sie um 18 Uhr zu Hause sein soll, obwohl es ja eigentlich 19 Uhr war. Mittlerweile war es 17 Uhr, die Kinder haben sich dann auf den Weg gemacht und Johanna war nun alleine. Johanna hat sich dann alleine beschäftigt, sie hat weitergespielt und dies war dann an der Leistbachbrücke in der Nähe des Sportplatzes. Gegen 19 Uhr kamen die Eltern von Johanna und ihre Schwester wieder nach Hause. Doch von Johanna fehlte jede Spur. Sie war super zuverlässig, sie war eigentlich immer pünktlich und sie haben sich schon sehr gewundert, wo sie bleibt. Ihre Schwester bot direkt an, dass sie sich auf den Weg zu Petra macht, vielleicht trifft sie sie noch auf dem Weg und Johanna hat einfach getrödelt, ist einen Moment zu spät losgegangen. Oder sie ist noch gar nicht losgegangen und sie trifft Johanna bei Petra vor. Auf dem Weg zu Petra traf sie Johanna nicht und angekommen bei Petra fragte sie die Mutter, ob Johanna noch da sei. Doch diese sagt zu ihr, nein, Johanna ist schon vor Stunden losgegangen. Sie erzählte ihr, dass sie gerade erst wiedergekommen waren, weil sie selber zu einem Spielplatz gefahren sind, wo Johanna dann nicht mit wollte. In der Zwischenzeit machte sich auch Richard, der Vater von Johanna, auf den Weg, um nach seiner Tochter zu suchen. Doch es dauerte nicht lange und er fand ihr gelbes Fahrrad in der Nähe des Sportplatzes auf einem Radweg. Doch von Johanna fehlte immer noch jede Spur. Sie fing an, sich jetzt wirklich ernsthafte Sorgen zu machen. Das war überhaupt nicht typisch für Johanna. Sie liebte ihr gelbes Fahrrad. Sie war immer darauf unterwegs. Und auch so war sie einfach sehr zuverlässig und pünktlich. Sie würde immer irgendwie Bescheid sagen und nicht einfach wegbleiben und die Zeit so vergessen. Die Eltern fangen an, die ganzen Freunde abzutelefonieren, andere Eltern anzurufen, irgendwie herauszufinden, ob ihre Tochter vielleicht ja irgendwo noch steckt und halt wirklich die Zeit vergessen hat. Doch niemand wusste, wo Johanna war. Gegen kurz vor 8 wussten sie sich nicht mehr anders zu helfen. Sie riefen bei der Polizei an und meldeten ihre Tochter als vermisst. Sofort wird eine Suche eingeleitet. Beteiligt sind Feuerwehrleute, eine Hundestaffel, viele Polizisten und sie vermuten, dass Johanna sich vielleicht verlaufen haben könnte. Eventuell ist sie ja sogar noch verletzt und kommt von dort nicht mehr weg, wo sie ist. Und sie durchsuchen das gesamte Waldgebiet, beziehungsweise soweit sie können, denn gegen 21.30 Uhr unterbrechen sie die Suche. Mittlerweile ist es zu dunkel geworden und dies erschwerte die Suche. Deswegen haben sie erst am nächsten Tag fortgesetzt. Am nächsten Morgen wurde die Suche dann, wie gesagt, fortgesetzt und es waren viele von der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Über 200 Beamte, Freunde, Nachbarn, Johannas Familie. Alle haben nach ihr gesucht. Sie durchsuchten weiterhin das Waldgebiet und dann kam ihnen eine Vermutung. Vielleicht war es ein Unfall und Johanna ist ins Wasser gefallen, denn in der Nähe war ja der Bach, an dem wurde sie ja auch gesehen, dass sie dort gespielt hatte. Daraufhin durchsuchten Taucher die Gewässer, doch sie konnten Johanna nicht finden. Kein Kleidungsstück, kein Gegenstand, den sie irgendwie dabei hatte, rein gar nichts. Eine Woche nachdem Johanna verschwunden war, vermuten ihre Eltern das Allerschlimmste. Sie glauben, dass ihre Tochter entführt wurde. Sie hoffen natürlich, dass sie noch am Leben ist und daher fingen sie an, Geld zu sammeln. Sie wollten ihre Tochter von dem Entführer freikaufen. Auch wenn auf die Beamten es so gewirkt hat, dass die Eltern wirklich Angst um ihr Kind haben und wirklich verzweifelt sind, haben sie natürlich auch die Familie überprüft, also ihre Eltern, ihr näheres Umfeld, Verwandte. Doch es konnte ausgeschlossen werden, dass irgendeiner von ihnen etwas mit Johannas Verschwinden zu tun hatte. Das nähere Umfeld von Johanna wurde wie gesagt befragt und man befragte auch Spielkameraden von ihr. Und ein Junge erzählte der Polizei, dass er gegen 18 Uhr Johanna gesehen hatte, wie sie in ein Auto von einer älteren Dame gestiegen war. Die Ermittler puzzeln ihre neuen Hinweise zusammen und sie haben die Vermutung, dass es sich um zwei Täter handelt, um einen Mann
und um eine Frau. Zu diesem Zeitpunkt kann die Polizei nicht mehr ausschließen, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. Und dann meldete sich ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Zeuge. Dieser Zeuge heißt Manfred Wirth. Er war gerade in seinem Auto unterwegs auf der Landstraße. Ich weiß nicht so ganz, ob er von der Arbeit kam oder ob er einfach privat unterwegs war. Auf jeden Fall ist er in Richtung nach Hause gefahren. Er musste sich etwas beeilen, denn um 18 Uhr war ja dieses Fußballspiel auf dem Sportplatz. Und er hat tatsächlich an diesem Spiel teilgenommen, also er spielte selber Fußball und wollte deswegen natürlich rechtzeitig da sein. Er brauchte aber noch seine Sportsachen und ja, es war alles so ein bisschen knapp von der Zeit. Er wollte einfach rechtzeitig ankommen und deswegen hatte er es etwas eilig. Er fuhr also auf der Landstraße und vor ihm fuhr ein VW Jetta mit dem Kennzeichen HG für Homburg. Das Auto konnte er sich ziemlich gut einprägen, denn er war selber Kfz-Mechaniker. Das war einfach absolut sein Gebiet und ja, er hat sich's einfach direkt gemerkt. Außerdem hat er sich einfach über diesen Autofahrer bzw. das Auto super geärgert, denn es fuhr so langsam, es guckte wirklich vor ihm rum und ihr kennt es bestimmt als Autofahrer. Ihr habt es eilig und dann ist da irgendjemand vor euch, der einfach super langsam fährt, langsamer als man eigentlich darf. Und ja, das Ganze behindert dann einfach nur den Weg nach Hause und dass man irgendwo rechtzeitig ankommt. Und wie gesagt, er war genervt. Er wollte ihn überholen und in einem Moment, wo es gut gepasst hat, hat er es dann auch getan. Er schaute rüber, um zu gucken, wer zur Hölle sitzt da in diesem Auto und fährt so langsam. Als er dann rüberschaute, sah er das Seitenprofil eines Mannes, der unrasiert war und einen langen braunen Zopf trug. Er dachte sich jetzt nicht so viel dabei. Es war so eine alltägliche Autofahrsituation. Es guckt einfach jemand langsam vor ihm rum. Er schleicht regelrecht und er muss einfach irgendwo schnell hin. Und deswegen fuhr er einfach schnurstracks nach Hause und holte seine Sporttasche. Angekommen an dem Sportplatz sah er genau das gleiche Auto wieder. Und da er sich ja geärgert hatte, erinnerte er sich natürlich sofort an dieses Auto. Außerdem fiel ihm auf, dass das Auto jetzt nicht einfach gewöhnlich irgendwo geparkt hat, sondern es stand auf dem Radweg, wo es eigentlich sonst nicht stehen sollte. Und zwar ziemlich genau an dem Ort, wo man das Fahrrad von Johanna gefunden hatte. Er sah diesen VW Jetta um 17.23 Uhr an dem Radweg und er dachte sich jetzt wieder nichts dabei. Er hat halt vielleicht da irgendwie mal ganz kurz geparkt, fährt gleich wieder weg, hat vergessen, Warnblinker anzumachen oder irgendwas. Und er hat jetzt nicht vermutet, dass mehr dahinter steckt. Doch als er dann von dem Verschwinden von Johanna gehört hatte, hat es irgendwie Klick gemacht und er hat sich gedacht, irgendwie ist das Ganze merkwürdig. Irgendetwas stimmt doch an dieser Situation nicht. Die Beamten haben die Beschreibung des Autos aufgenommen und auch die Beschreibung des Mannes. Aufgrund der Beschreibung des Mannes wurde dann ein Phantombild erstellt und aufgrund dieser Beschreibung des Autos hatte man den Jungen, der Johanna um 18 Uhr mit einer Frau zuletzt gesehen hatte, gefragt, ob dies das Auto der Frau gewesen war. Doch der Junge sagte, nee, die Farbe passt nicht, das war nicht das Auto. Die Ermittler wussten, alles klar, die VW Jetta Spur ist die heißeste Spur, die wir im Fall Johanna überhaupt haben. Also sind sie dieser Spur nachgegangen. Insgesamt haben sie über 590 VW Jetta Halter überprüft und einer dieser Halter war ziemlich verdächtig. Denn er sah dem Mann auf dem Phantombild wirklich zum Verwechseln ähnlich. Sein Name war Rick J. Daraufhin wurde Rick überprüft und man holte den VW Jetta-Zeugen Manfred Wirth hinzu. Dieser sollte sich das Auto von Rick anschauen und sagen, ob es sich dabei um dieses Auto gehandelt hatte. Doch Manfred sagte, es handelt sich nicht dabei um das Auto, was vor ihm so rumgegurkt sei. Es hatte eine andere Farbe. Und Rick J. hatte auch ein Alibi, welches es wirklich unmöglich gemacht hätte, dass er zu dem Zeitpunkt von Johannas Verschwinden dort gewesen sein könnte. An dieser Stelle haben die Ermittler Rick dann als Verdächtigen ausgeschlossen, denn die Farbe stimmte nicht und er hatte ein Alibi, also wird das nicht gewesen sein. Und wieder standen die Beamten vor dem Nichts. Es gab keine Spur von Johanna. Mittlerweile machte sich in der Familie von Johanna riesengroße Verzweiflung breit. Sie haben jeden Tag gehofft, dass Johanna einfach durch ein Wunder wieder nach Hause kommt.
einfach heil und unversehrt ist und sie wieder in ihre Arme schließen kann. Doch 7 Monate später, am 1.4.2000, sollte alles ganz anders kommen. Es war der 1. April 2000. Zwei Spaziergänger waren in Alsfeld unterwegs. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag, doch dann fanden sie die leblosen Überreste eines Kindes. Sie haben direkt die Polizei alarmiert. Der Fundort war in der Nähe des Rasthofs Berfa an der Bundesautobahn 5. Die Verwesung war bereits relativ weit fortgeschritten und der Körper war schon skelettiert. Die einzelnen Knochen waren in alle Richtungen verteilt, weil sich wahrscheinlich Wildschweine darüber hergemacht hatten. Unter anderem wurden Schädelknochen und Reste vom Haarschopf gefunden. An diesem Haarschopf war Klebeband. Aber es war ungewöhnlich viel Klebeband, denn es waren ganze 15 Meter. Was hat dieses Klebeband mit der Tat zu tun? Wieso brauchte man so viel Klebeband? Das Klebeband waren einzelne Stücke, denn es lag ja wahrscheinlich schon eine Weile draußen und so waren es jetzt nicht mehr komplett an einem Stück 15 Meter, sondern viele einzelne Teile. Diese Teile waren aufgrund des langen Liegezeitraums auch nicht mehr in dem besten Zustand. Man fand braunes Paketklebeband und man fand silbernes Panzertape. Neben den Überresten konnte man dann auch noch Teile einer Jeans finden, sie war nicht mehr vollständig, und Teile von einem Mickey-Maus-T-Shirt. Außerdem fand man noch einzelne Stücke von einem Seil. Die Eltern von Johanna wurden über den Fund informiert und sie bestätigten, dass es sich dabei um die Kleidungsstücke von Johanna handelt. Ein DNA-Test gab dann leider die traurige Gewissheit. Bei den Überresten handelt es sich leider um die kleine Johanna. Innerhalb von Sekunden sind all die Hoffnungen ihrer Eltern zerschlagen. Sie haben wirklich bis zum letzten Moment daran geglaubt, dass ihre Tochter noch lebt. Sie wollten einfach nie wahrhaben, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben ist. Sie haben immer nach einer Lebenden gesucht. Nachdem Johanna gefunden wurde, liefen die Ermittlungen auf Hochtouren. Sie sind sich nun sicher, es war kein Unfall, Johanna hat sich nicht verlaufen, es war eine Kindesentführung mit anschließender Tötung. Die Ermittler glauben nun auch nicht mehr, dass eine Frau an der ganzen Sache beteiligt war, sondern ein Mann zwischen 20 und 40 Jahren. Dieser hat eine Vorliebe für Fesselspiele und pädophile Neigung. Er kommt wahrscheinlich aus der Umgebung und kennt das Gebiet ganz genau. In der Zwischenzeit wurden die ganzen Spuren untersucht, die man am Fundort von Johanna gefunden hatte, unter anderem das Klebeband. Dieses Klebeband hatte einen Teilfingerabdruck oder einen Handabdruck, da waren die Ermittler sich noch nicht so ganz sicher, denn es war, ja, wie gesagt, nicht komplett und sie konnten noch nicht so ganz einschätzen, ob sie ihn überhaupt verwenden können. Es stellte sich doch dann heraus, dass dieser Finger- oder Handabdruck sehr viele individuelle Merkmale hat und daher auf jeden Fall mit einem Gegenstück zusammenpassen könnte, also dass man ein Gegenstück finden könnte und eindeutig sagen kann, das ist ein und derselbe Finger- oder Handabdruck. Dieser Abdruck wurde dann in ein automatisiertes System für Fingerabdrücke eingepflegt und es wurde geschaut, ob vielleicht der Abdruck bereits in der Datenbank ist. Doch leider ergab es keinen Treffer. Außerdem konnte man an dem Klebeband weitere Spuren sichern, und zwar Faserspuren. Diese Faserspuren gehören eindeutig zu einem Teppich aus einem Autokofferraum. Bedeutet also, Johanna wurde entführt und wahrscheinlich in einem Kofferraum transportiert. Die Ermittler suchen natürlich weiterhin nach einem Gegenstück. Und am 4. April 2002 wurden 448 Männer aus Bobenhausen und Umgebung zu einer Fingerabdruckabgabe eingeladen. Es wurden auch Männer eingeladen, die an dem Fußballspiel an dem Abend teilgenommen hatten oder sich das Spiel angeschaut hatten und in der Nähe des Sportplatzes waren. Richard, der Vater von Johanna, ging mit gutem Beispiel voran und gab als allererstes einen Abdruck ab, denn es gab Gerüchte, dass er etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun gehabt hatte, denn er sah dem Mann auf dem Phantombild wirklich sehr, sehr ähnlich und er wollte einfach beweisen, dass er nicht die Person war, die seiner Tochter das angetan hatte. Dieser Abdruck hat dann den 100%igen Beweis geliefert. Richard war nicht für das Verschwinden seiner Tochter verantwortlich. Doch leider gab es auch keinen Treffer unter den anderen Männern, die ihre Abdrücke abgegeben hatten. Der Fall Johanna wurde mit dem Fall Julia Hose in Verbindung gebracht. Auch zu diesem Fall habe ich bereits ein Video gemacht. Schaut gerne mal vorbei, ich verlinke es hier irgendwo. Auf jeden Fall führte auch
diese Spur ins Leere. 3 Jahre nach dem Verschwinden von Johanna haben ihre Eltern sich an die Öffentlichkeit gewendet. Sie haben einen Brief an den Täter vorgelesen. Und in diesem Brief haben sie darum gebeten, dass er doch all ihre Fragen beantworten soll und dass sie wissen möchten, was mit ihrem Kind passiert war. Im Laufe der Zeit ist die Familie auch aus dem Ort Bobenhausen weggezogen, denn alles hat sie einfach viel zu sehr an Johanna erinnert. Im Jahr 2006, also 5,5 Jahre nachdem Johanna verschwunden war, wurden die Ermittlungen neu aufgenommen. Es wurde von der Polizei die AG Jetta gegründet und sie wollten dieser ganzen Jetta-Spur einfach nochmal nachgehen. Sie haben alle VW Jetta-Fahrer, die sie damals schon überprüft hatten, eingeladen, um Fingerabdrücke abzugeben. Diese Abdrücke wurden mit einem neueren Verfahren entnommen und daher waren sie jetzt in 3D, also viel genauer und viel besser. Sie hatten wirklich große Hoffnung, dass jetzt der Durchbruch kommt. Jetzt werden sie den Täter bestimmt finden. Doch leider ergaben auch die neuen Abdrücke keinen Treffer. Keiner passte zu dem Abdruck, den sie auf dem Klebeband gefunden hatten. 10 Jahre nachdem Johanna verschwunden war, stellte die Polizei ein riesengroßes Plakat in die Nähe des Ortes, wo sie verschwunden war, auf. Auf dem Plakat war ein riesengroßes Bild von Johanna. Es war wirklich nicht zu übersehen, wenn man daran vorbeifuhr. Und auf dem Plakat stand Folgendes: Wo sind die Mörder? Gesucht seit 2. September 1999. Ziel dahinter war natürlich, neue Hinweise zu bekommen. Doch sie wollten auch den Täter unter Druck setzen. Sie hatten die Hoffnung, dass er dadurch merkt, dass die Ermittlungen nicht aufhören, dass er ihnen nicht entkommen kann. Im Jahr 2014 wurde der Fall Johanna bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Auch das Phantombild von dem verdächtigen Jetta-Fahrer wurde gezeigt und es kamen 65 neue Hinweise. Für einen zielführenden Hinweis gab es eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro. Doch die Ermittler wollten nicht aufgeben. Sie haben immer wieder Kleidungsstücke und Stoffe untersucht. Sie haben geschaut, ob sie brauchbare Spuren finden, die sie zum Täter bringen. Trotz des umfangreichen Arbeitsaufwands hat es sie leider nicht weitergebracht. Im Jahr 2016 verstirbt der Vater von Johanna, 17 Jahre nachdem seine Tochter verschwunden war. Er hat niemals erfahren, was seiner Tochter zugestoßen war. Das muss einfach unglaublich furchtbar sein, wenn man niemals weiß, was mit seinem Kind passiert ist und dies in seinem Herzen mit sich rumträgt. Mein tiefstes Beileid auch nochmal an dieser Stelle an die Familie. Und ja, es ist einfach ganz, ganz schrecklich. Doch kurz nachdem Richard verstorben war, ging es in dem Fall seiner Tochter weiter. Denn im Jahr 2017 gründet die Polizei die AG Johanna 2017. Nun waren neue Ermittler in diesen Fall involviert und sie sollten frischen Wind mitbringen, sie sollten alles nochmal durchschauen und gucken, ob irgendetwas übersehen wurde. Sie haben alles digitalisiert, also ihre gesamte Akte, wirklich jeden Schnipsel. Sie sind alle Hinweise, alle Spuren, alle Zeugen, alles, wirklich alles, was es gab, nochmal durchgegangen. Und eine Sache ist ihnen ganz besonders aufgefallen. Ein Mann ist immer wieder in dem Fall aufgetaucht. Und zwar der VW Jetta-Halter Rick J. Was dazu noch auffiel, war, dass gegen Rick gerade ein weiteres Verfahren lief. Denn im August 2016 war ein Jäger in der Nähe eines Maisfelds unterwegs. Und dieser Jäger hörte seltsame, beunruhigende Geräusche. Er ging zu dem Maisfeld und schaute nach. Und was er da vorfand, hat ihn einfach komplett umgeworfen. Denn er sah den unbekleideten Rick J. und neben ihm ein 14-jähriges Mädchen, welches gefesselt war, unter anderem mit Klebeband. Die beiden beteuerten, dass es einvernehmlich sei und sie einfach nur Spaß hätten. Doch der Jäger glaubte das Ganze nicht und er konnte das Mädchen irgendwie aus der Situation befreien, sage ich jetzt mal, und er rief die Polizei. Die Polizei nahm Rick J. fest und er wurde angeklagt. Was auch noch auffiel, war, dass das Klebeband, welches er bei dem 14-jährigen Mädchen benutzte, genau das gleiche Klebeband war, welches in dem Fall Johanna benutzt wurde. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung erwirkt und am 15. Februar 2017 wurde diese dann durchgeführt. Bei dieser Durchsuchung fand man über 17 Millionen Dateien auf unzähligen Datenträgern. Diese Datenträger waren unter anderem auch schon ältere Modelle, also man konnte erkennen, dass er das wirklich über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg gesammelt haben muss. Die Dateien waren Kinderpornografie,
fotografische Dateien und er muss sich wirklich Tag und Nacht damit beschäftigt haben, um überhaupt so viele Dateien haben zu können. Ich meine, wenn ich jetzt mal alle meine Handys zusammenzähle und vielleicht noch von früher meinen Computer, wo es noch nicht so Handys gab und sowas, würde ich niemals, never ever auf 17 Millionen Dateien kommen. Das ist so unglaublich viel und ich mache schon viele Fotos, ne? Also wirklich, diese Zahl ist einfach unfassbar. Sie fanden auch Videokassetten mit solchen Dateien und sie fanden diese auch auf seinem Handy. Neben diesen Dateien fanden sie auch noch andere Dinge, die sie sichergestellt hatten. Unter anderem eine blaue Kiste. Diese haben sie auf dem Dachboden gefunden und die Kiste wird als eine Autokofferraumkiste beschrieben. Das hat eine Ermittlerin so erzählt und das fand ich sehr passend, denn in dieser Kiste waren so Seile, Klebeband, vielleicht auch Putzmittel, so ganz viel Krimskram, ein paar Tücher vielleicht zum Abwischen und ja, einfach allerlei Zeugs. Währenddessen wurde Rick nochmal befragt und er hat weiterhin alles abgestritten. Er sagte, die Sache im Maisfeld, die war absolut einvernehmlich. Die Ermittler sind sich sicher, so viele Zufälle, das kann einfach nicht sein. Irgendetwas stimmt da nicht. Und sie fangen an, ihn komplett, wirklich Leute, komplett zu durchleuchten. Sie haben nachverfolgt, wie er aufgewachsen war, seine Persönlichkeit, seine Freunde, sein Umfeld, ob er Straftaten begangen hat. Sie haben geguckt, welche Autos er jemals gehabt hatte. Sie haben wirklich alles von ihm durchleuchtet. Sie konnten herausfinden, dass als er 17 Jahre alt war, er ein 8-jähriges Mädchen attackiert hatte. Er hat sie regelrecht umgeworfen und in dem Moment sind Gott sei Dank zwei Fahrradfahrer gekommen. Sie konnten die ganze Situation, ich sag mal, retten. 2 Tage später wurde Rick als Täter identifiziert. Er gab in den Befragungen an, dass er kein sexuelles Motiv hatte und man konnte es ihm auch nicht nachweisen. Doch man fand auch spätere Akteneinträge über ihn. Er hatte sich wohl in der Vergangenheit an einem 11-jährigen Mädchen vergangen. Über Rick J. konnten sie herausfinden, dass er 1976 in Bad Nauheim geboren war und seine Eltern ihn zur Adoption freigegeben hatten. Er hat sein Abitur mit 2,2 bestanden und anschließend hat er Biochemie studiert, doch dieses Studium hat er dann abgebrochen. Rick J. ist ein unscheinbarer kleiner Mann, der braune lange Haare hat, meistens zu einem Zopf gebunden. Er ist alleinstehend, also Single und hat keine Kinder. Außerdem ist er arbeitslos und messy, also er sammelt alles Mögliche. In seiner Wohnung ist es ein absolutes Chaos, alles liegt wirklich überall verteilt. Außerdem lebt er wirklich sehr zurückgezogen, also er geht jetzt nicht besonders oft raus, aber er wurde schon von den Nachbarn hin und wieder gesehen, also so war es jetzt nicht, dass er gar nicht rausging, aber die meiste Zeit war er schon zu Hause, er bestellte auch meistens Essen, das heißt, er ging jetzt auch nicht so oft einkaufen oder so und ja, die meiste Zeit verbrachte er dann eigentlich nur am PC. Mittlerweile war die AG Johanna 2017 die Soko Johanna und Rick wurde komplett observiert, also wirklich, wirklich 24/7. Jeder Schritt wurde von ihm mitverfolgt. Selbst auf dem Fahrrad sind Ermittler ihm hinterhergefahren, wenn er zu Fuß oder vielleicht auch mit dem Fahrrad unterwegs war und sie haben alles, wirklich alles von ihm überprüft. Das heißt, sie haben auch sein Telefon überprüft und seine Internetaktivitäten und alles, was er den ganzen Tag so treibt. Er hat während der Observierung sogar einmal auf einem Kartoffelfeld Kartoffeln gestohlen und die Ermittler haben ihn dabei beobachtet. Sie konnten natürlich dann nicht zugreifen, weil dann wäre ja die ganze Observierung aufgeflogen und er hätte gecheckt, dass er überwacht wird. Und das wollten die Ermittler natürlich nicht riskieren. Seine Internetaktivitäten zeigten, dass er sich weiterhin auf Seiten herumtrieb, wo kleine Kinder zu sehen waren, in, ich sag mal, sehr anzüglichen Situationen und Posen und so weiter. Und er googelte immer wieder zu dem Fall Johanna, ob es Neuigkeiten gab und war da irgendwie immer up to date. Außerdem fand man auf seinem Handy Dateien von Mädchen zwischen 8 und 10 Jahren, die auf dem Weg zur Schule waren oder zum Spielplatz in so ganz alltäglichen Situationen und er filmte diese. Teilweise verfolgte er sie auch eine Weile und filmte sie und das ist einfach so gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass jemand das mit meiner Tochter macht und die einfach heimlich auf der Straße filmt, wenn die von der Schule nach Hause geht. Es ist einfach so widerlich. Oh mein Gott, mir wird
so schlecht. Im Juli 2017 kam dann endlich ein Durchbruch. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Kofferraumkiste. In dieser Kiste war ja Klebeband und dieses Klebeband wurde untersucht. Und tatsächlich, es war das gleiche Klebeband wie von dem Tatort von Johanna und an diesem Klebeband waren Fasern und diese Fasern waren ein und dieselben Fasern wie auf dem Klebeband, was man bei Johanna fand. Endlich haben sie ein Gegenstück und sie haben niemals, never ever damit gerechnet, dass sie überhaupt ein Gegenstück nach 18 Jahren noch finden können. Von Rick wurden erneut Fingerabdrücke abgenommen und es fiel auf, dass die alten Fingerabdrücke, die sie von damals von ihm hatten, Bildfehler hatten und deswegen haben sie nicht zu dem Abdruck gepasst, den sie bei Johanna an dem Klebeband gefunden hatten. Ein neuer Vergleich ergab, dass es sich um ein und denselben Abdruck handelt. Nun haben die Ermittler genug und sie können Rick in dem Fall von Johanna festnehmen. Außerdem erwirken sie einen weiteren Durchsuchungsbefehl und sie kommen zu der Wohnung von Rick J. Sie konfrontieren ihn mit dieser Durchsuchung und mit der Festnahme. Sie versuchen aber sehr behutsam mit ihm umzugehen und ihn nicht in die Ecke zu drängen oder unter Druck zu setzen, weil sie Angst und Sorge haben, dass er dann komplett dicht macht. Rick öffnet dem Beamten die Tür und er wirkt wirklich sehr freundlich und sehr entspannt, also sehr ruhig. Außerdem macht er auf die Beamten einen sehr intelligenten Eindruck, das hat er auch schon in der ganzen Observierung getan. Rick leistet null Widerstand, er lässt die Ermittler ganz normal hinein in seine Wohnung und als sie ihn damit konfrontieren, weshalb sie da sind, sagt er zu ihnen, dass er gerne den Durchsuchungsbefehl durchlesen möchte. Er setzt sich auf sein Bett, macht sich noch eine Zigarette an und liest das Ganze durch. Er fragt die Ermittler, wie kommen sie denn auf mich und ja, warum? Einfach wieso? Er sagt zu den Ermittlern, Zitat, ich habe schon mal Scheiße in meinem Leben gebaut, aber doch sicherlich kein Mord. Als er fertig mit dem Lesen war, haben die Ermittler ihn gebeten, mit auf die Dienststelle zu kommen für eine Befragung. Er wirkte immer noch recht gelassen und er fragte immer mal wieder, wieso denn und wieso kommen sie auf mich und er wollte es wirklich ganz genau wissen. Doch er packte dann so eine Einkaufstüte mit so ein paar Büchern, ein paar Zigaretten, ein paar Feuerzeuge. Und dann war er bereit. Angekommen an der Dienststelle wollte Rick zunächst keine Aussage machen. Stattdessen will er sich rauswinden. Er stellt immer und immer weiter die Frage, wie sie auf ihn kommen und er will einfach, ja, Details erfahren. Er sagt ihnen auch, er wurde doch damals schon überprüft, ich wurde damals schon ausgeschlossen, ich kann es doch gar nicht gewesen sein. Wie zur Hölle kommt ihr jetzt auf mich? Außerdem bohrte er regelrecht auf diese Faserspur, von dem die Ermittler ihn erzählt hatten und er wollte unbedingt wissen, was diese Spur, ja, mit ihm zu tun hat. Die Ermittler machen ihn aber deutlich, dass sie wissen, dass er es war. Sie haben genug Beweise und es geht jetzt nicht mehr darum, ob er es getan hat, sondern wie er es getan hat und warum. Darauf antwortet Rick den Ermittlern, ich muss mal nachdenken. Er dachte wirklich intensiv nach und nach einiger Zeit ging er dann nochmal zur Toilette und als er dann wiederkam, sprach er. Als er wiederkam, setzte er sich hin und sagte zu den Ermittlern, die Eltern haben ein Recht darauf, zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Als Rick festgenommen wurde, hatte er noch bei seinem Nachbarn Bescheid gesagt und gebeten, dass der bitte seinen Vater informiert, damit dieser den Anwalt informiert. Und jetzt ist der Anwalt hinzugekommen. Die Ermittler haben die Sorge, dass ja, der Anwalt Rick dazu bringt, dass er nicht mehr spricht, um nicht noch mehr belastende Aussagen zu machen. Doch Rick sagte zu seinem Anwalt, es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie und Warum. Und da muss ich echt sagen, habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich finde es einfach so krass, dass er dann auch direkt sagt, okay, let's go, ich erzähl's euch. Dann erzählte er, was passiert ist. Er erzählte, er war irgendwie unterwegs und ist an einer Pferdekoppel gehalten und hat dort ein Seil, einen Strick gestohlen und einfach mitgenommen. Dann fuhr er zu dem 6 Kilometer entfernten Nidda, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Ort ausspricht, ich werde es euch mal einblenden, und dort ging er in eine Tankstelle, um Klebeband zu besorgen. Danach ist er dann zu dem Ort gefahren, wo er Johanna
entführt hat und er hat sie mit Chloroform betäubt. Er war sich an dieser Stelle selbst nicht mehr sicher, ob er jetzt Äther oder Chloroform benutzt hat. Als er sie dann betäubt hat, hat er sie gefesselt und ihre Augen mit Klebeband zugeklebt. Das war ihnen sehr wichtig, dass sie ihn nicht erkennt. Daraufhin hat er sie in seinen Kofferraum gelegt. Später hat er den Kofferraum dann geöffnet, weil Johanna von innen dagegen getreten hat. Also sie hat wirklich sich irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie gewehrt und es hat Geräusche von sich gegeben. Er hat den Kofferraum geöffnet und sie ist ihm förmlich entgegengesprungen. Daraufhin wollte er sie beruhigen und hat ihr ins Gesicht geschlagen. Auf die Nase. Und er vermutet, dass diese in diesem Moment gebrochen sei. Als er dann später in den Kofferraum geschaut hat, hat er bemerkt, dass Johanna nicht mehr im Leben war. Sie bekam keine Luft, unter anderem wegen der gebrochenen Nase und er hat ihr wohl auch den Kopf irgendwie mit Klebeband umwickelt und das hat ihr natürlich das Atmen erschwert. Zusätzlich hätte sie sich wohl auch noch übergeben und wäre dann daran mit erstickt. All das sei ein Unfall gewesen. Er wollte auf keinen Fall, dass sie umkommt. Außerdem verging er sich an ihr und an dieser Stelle weiß ich nicht genau, ob es war, bevor er sie wieder aus dem Kofferraum geholt hat und ihr ins Gesicht geschlagen hatte oder ob es danach war. Also hier ist ein bisschen unklar gewesen in den Quellen und es wird immer wieder anders berichtet. Nachdem er seine Aussage gemacht hat, hat er das Vernehmungsprotokoll wirklich penibel und perfektionistisch durchgeschaut. Wie ein Deutschlehrer ist er mit einem Stift einmal da durchgegangen und hat alle Rechtschreibfehler markiert und Worte umgestellt und noch dazu geschrieben und er hat wirklich ganz genau darauf geachtet, dass es am Ende genau so ist, wie er es haben möchte. In der Zwischenzeit lief die Hausdurchsuchung bei Rick immer noch weiter und er hatte ja wirklich so unfassbar viel Krimskram und Sachen, die er gesammelt hat. Und das mussten sie ja irgendwie erstmal sortieren. Wie das Schicksal es so wollte, haben die Ermittler bemerkt, dass eine Nebenwohnung in dem gleichen Wohnhaus frei war. Diese Wohnung wurde tatsächlich von der Polizei angemietet, um von Ricks Wohnung die einzelnen Möbel und Gegenstände und den ganzen Krimskram nach und nach nach drüben zu bringen. Dort wurde es dann sortiert und die Spuren gesichert und ja, alles wurde einfach aufgeschrieben und man hat sich einen Überblick verschafft. Während schon einige Sachen in die, ich sag mal, Zweitwohnung gebracht wurden, sind den Ermittlern zwei Schonbezüge für Autositze aufgefallen. Diese Schonbezüge waren sehr flauschig und sie könnten eventuell zu der Spur passen, die sie ja auch an dem Klebeband in der Box gefunden haben und an dem Klebeband an dem Fundort von Johanna. Denn sie vermuten ja, dass es irgendwie aus einem Autokofferraum kommt, von so einem Teppich oder so. Und auch diese Autositze könnten sehr gut dazu passen. Und tatsächlich, es sind ein und dieselben Fasern, die bereits an den Klebebändern gefunden wurden. Das Klebeband vom Fundort und das Klebeband, was man bei Rick gefunden hat. Die Ermittler waren sich ja da schon sicher, das kann kein Zufall sein, dass ein und dieselben Fasern an diesen zwei verschiedenen Orten waren und Rick definitiv damit etwas zu tun gehabt haben muss. Doch jetzt wurde wirklich festgestellt, dass diese Fasern von diesen Autositzen stammen. Damit konnte man Rick zu 100% nachweisen, dass Johanna in seinem Auto gewesen war. Denn diese Bezüge hatte er damals für sein Auto genutzt. Endlich nach über 18 Jahren ist dieser Fall gelöst. Sie haben ein Geständnis, sie haben eindeutige Beweise, sie haben seine Fingerabdrücke. Einfach alles passt. Nachdem es klar war, dass Rick der Täter ist, wurde die Mutter von Johanna informiert. Der Schmerz sitzt natürlich immer noch sehr tief und es hat auch viele alte Wunden aufgerissen. Jetzt zu wissen, was ihrem Kind wirklich passiert ist, das ist einfach ganz, ganz traurig, aber andererseits auch irgendwo ein Stück weit Erlösung für sie. Rick hatte ja sein Geständnis abgegeben und erzählt, was mit Johanna passiert war. Die Ermittler haben die ganze Situation nachgestellt, also komplett rekonstruiert. Sie haben das gleiche Auto nochmal besorgt. Sie haben alles nachgestellt, wie Johanna auf dem Fahrrad gefahren ist und ja, wie sie wahrscheinlich entführt wurde. Das Ganze wurde sogar mit Drohnen aufgezeichnet, um wirklich aus jedem Winkel schauen zu können und alles zu analysieren. Es wurde wirklich penibel darauf geachtet, dass es genau den Aussagen von Rick entspricht, um zu gucken, wie plausibel war all das, was er ihnen erzählte. War es wirklich ein Unfall? Also zumindest teilweise ein Unfall. Er hatte ja schon vor,
sich an ihr zu vergehen, aber er wollte sie ja nicht umbringen. Es wurde überprüft, ob man in einem Kofferraum wirklich ersticken kann. Hierfür hat ein Ermittler sich für 2 Stunden in diesen Kofferraum gelegt. Und es kam heraus, dass es unmöglich sei. Außerdem hat man geschaut, ob diese 15 Meter Klebeband, die Rick um den Kopf von Johanna gewickelt hat, was einfach so unglaublich krank ist, überhaupt zulassen, dass sie noch atmen kann, ob die Nase dann noch frei liegt. Er hat immer gesagt, die Nase war frei. Definitiv. Er hat immer dafür gesorgt, dass sie durch die Nase atmen könnte. Doch es stellte sich heraus, dass man 29 Mal um den Kopf herumwickeln muss. 29 Mal, Leute, das ist... Was geht ab? Hört man nicht irgendwann mal auf? Also, welche Gedanken hat man da? Und zwangsläufig wird die Nase dadurch verdeckt. Es ist nicht möglich, dass an einem Kinderkopf die Nase dann frei bleibt. Zudem wurde noch die Wirkung von Chloroform und Äther verglichen, wie lange und wie wirksam und wie intensiv und so weiter. Auch die Aussage von Rick wurde überprüft, dass er das Seil an einer Pferdekoppel gestohlen hatte, was er später in dem Fall von Johanna verwendet hat, und das Klebeband in einer Tankstelle gekauft hat. Eine Zeugin meldete sich, die gesagt hat, dass sie an dem Tag von Johannas Verschwinden Rick tatsächlich in dieser Tankstelle gesehen hat. Doch er kaufte dort nichts. Sie war sich nicht mehr sicher. Es war so zwischen 17:45 und 18 Uhr. Den Ermittlern hat das nicht gereicht. Sie wollten es genau wissen und sie ermittelten in dieser Tankstelle. Tatsächlich hatte diese Tankstelle noch eine Dokumentation darüber, was damals gekauft wurde, also das Kassenjournal. Die Zeugin erzählte, dass sie sich Zigaretten gekauft hat und welche Marke sie gekauft hat. Die Ermittler haben geschaut in diesem Kassenjournal an dem Tag und um welche Uhrzeit diese Zigaretten gekauft wurden. Und sie hatten einen Volltreffer. Um 17.41 Uhr kaufte die Kundin in dieser Tankstelle ein. Aufgrund dieser Tatsache konnte widerlegt werden, dass Rick an dieser Pferdekoppel war. Das hat zeitlich alles überhaupt nicht hingehauen. Und dass er dort Klebeband gekauft hat. Denn es wurde festgestellt, dass in dieser Tankstelle noch nie Klebeband, also Paketband oder Panzertape verkauft wurden. Nun konnte also widerlegt werden, dass es eine spontane Tat war und dass es nicht geplant war. Denn Rick hatte die Sachen nicht auf dem Weg besorgt und sie sind ihm zufällig in die Hände gefallen. Nein, er hatte die Sachen bereits dabei. Es wurde überprüft, ob Rick vielleicht noch in weitere Fälle involviert war und der Täter in diesen Fällen war. Denn in seiner Wohnung wurde Kinderkleidung gefunden. Und es wurde geschaut, ob er vielleicht was mit dem Verschwinden von Melanie Frank aus Wiesbaden und in dem Fall von Annika Seidel aus Hofheim zu tun hat. Weil man in seiner Wohnung Kinderkleidung gefunden hatte, wurde er im Januar 2018 erneut befragt. Doch er stritt alles ab. Die Todesursache in dem Fall Johanna ist bis heute unklar. Doch eine Sache ist klar, dass Rick der Täter ist und dass er im Besitz von unendlich vielen kinderpornografischen Inhalten war. Er wurde in beiden Fällen angeklagt. Am 20.04.2018 beginnt der Prozess und die Mutter von Johanna war als Nebenklägerin daran beteiligt. Eine Ex-Partnerin von Rick sagte vor Gericht aus. Sie erzählte über seine, ich sag mal, sehr speziellen Neigungen und seine Vorliebe fürs Fesseln. Während des Prozesses zeigte Rick, wie er Johanna gefesselt hatte. Er hatte ihre Hände auf den Rücken gefesselt und auch ihre Beine und er legte sich sogar im Gerichtssaal auf den Boden vor der Mutter von Johanna und zeigte, was mit ihr passiert war. Das muss für ihre Mutter ein ganz furchtbarer Anblick gewesen sein und ich will gar nicht mir vorstellen, was sie dabei empfunden haben muss. Es wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt und am 19. November 2018 bekam er eine lebenslange Freiheitsstrafe. Daraufhin wurde Revision eingereicht, doch der Bundesgerichtshof hat diese am 2. Oktober 2019 abgelehnt. Damit war das Urteil rechtskräftig. Im Jahr 2022 wurde der Fall von Johanna Bonacker nochmal bei Aktenzeichen XY, diesmal gelöst, vorgestellt. Vielleicht erinnert ihr euch, im Jahr 2014 wurde dieser Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt und hier wurde jetzt noch einmal die Geschichte von Johanna Bonacker erzählt. So, meine Lieben, das war der heutige Fall
Und ich finde es wirklich unglaublich bemerkenswert, wie heftig, intensiv die Ermittler an diesem Fall gearbeitet haben, ihn niemals aufgegeben haben und wirklich immer wieder versucht haben, den Täter zu finden, ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht damit davonkommt und dass sie ihn nicht vergessen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und ob ihr den Fall schon kanntet. Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch mein Video zu dem Fall gefallen hat. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpassen wir uns auch nicht beim nächsten Mal. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.